Mit einer Motivationsrunde beginnt der Eignungstest an der Sporthochschule Köln am frühen Morgen. Für Gruppe 4 geht es mit den Rückschlagspielen los. Mit dabei sind auch Matthias Wilhelm aus Bonn und Antonia Strobel aus Sechtem, die den Mythos-Eignungstest an diesem Tag bezwingen. Die erste Hürde des Tages ist für Matthias kein Problem. Ja, die erste Disziplin ist jetzt vorbei. Hat mit dem Badminton angefangen. War ganz gut, guter Start in den Tag. Ja, kein Defizit. Und jetzt geht's weiter mit dem Schwimmen. Damit das wirklich klappt, müssen im Schwimmzentrum gleich mehrere Aufgaben gemeistert werden. Zeit- und Technikschwimmen, Streckentauchen und der gefürchtete Sprung von dem sehr weich eingestellten Sprungbrett der Spoho stehen auf dem Programm. Matthias, der bereits beim Übetag seine Schwierigkeiten mit dem Sprung hatte, segelt hier zu seinem ersten Defizit. Einen weiteren Fehler darf er sich jetzt nicht mehr erlauben. Das Streckentauchen über 20 Meter knapp über dem Boden des Beckens schafft Matthias dann ohne Probleme. Beim Technikschwimmen zeigen sich dann aber erneut Schwierigkeiten. Zu weit guckt der Körper beim Kraulen aus dem Wasser, zu wild schlagen die Arme auf der Oberfläche auf. Auch wenn es auf dem Rückweg beim Brustschwimmen besser aussieht, kann die Prüferin Matthias dafür nicht durchkommen lassen. Damit ist er raus und der Eignungstest für ihn an diesem Tag beendet. Wir waren vorhin schon klar, dass das Schwimmen nicht so leicht wird. Von daher, ja, natürlich bin ich etwas enttäuscht, aber ich werde es auf jeden Fall im Sommer nochmal probieren und dann hoffentlich besser machen bis dahin. Und ja, von daher, das Leben geht weiter. Für Antonia geht es drin unterdessen mit dem Zeitschwimmen weiter. Durch die bisherigen Übungen hat sie es fehlerfrei geschafft. Jetzt heißt es einmal 50 Meter die Schwimmbahn rauf und wieder zurück. Angefeuert wird Antonia, genau wie alle anderen Teilnehmer, dabei von den Asterhelfern in den pinken Shirts, die kräftig Stimmung machen, um die Testis anzufeuern. Für Antonia wird es ganz knapp. Ihr Fazit zum Schwimmen? Ich hatte eine Zeit von 2 Minuten, war dann wirklich eine Punktlandung mit 1,59,9. Ja, also ich bin sehr erleichtert, dass das mit dem Schwimmen jetzt geklappt hat. Da hatte ich somit am meisten Angst vor und freue mich jetzt auf Leichtathletik. Vorletzte Station in der Turnhalle. Beim Bodenturnen muss Antonia in den zweiten Versuch. Dann noch der Handstand. Das Rad. Und es reicht. Auch am Reck geht es in die Zweitprüfung. Noch einmal volle Konzentration. Nein, das reicht nicht. Da war der Abschwung zu wackelig. Macht aber nichts. Ja, und die zweite Wiederholung hat dann auch nicht gereicht. Was aber nicht so schlimm war, ich hatte ja noch kein Defizit, habe dann mein erstes Defizit bekommen und konnte dann in die Kraftübung gehen und habe die dann auch geschafft. Ja, und jetzt bin ich beim Lauf und hoffe, dass ich den auch schaffe. Erst einmal sind aber die anderen dran. In der ersten Gruppe wird es vor allem für einen Teilnehmer knapp, der sich 2 Sekunden vor Ablauf der Zeit ins Ziel rettet. In Gruppe 2 bricht dann ein Teilnehmer auf der letzten Runde ein. Er schaltet aus. Mit Hilfe schafft er es aber immer noch über die Ziellinie, wofür er von allen Zuschauern kräftig bejubelt wird. Dann ist Antonias Gruppe dran. Was sagt der Formcheck? 2 Kilometer in 10 Minuten laufen, das ist ja an sich jetzt keine Riesenherausforderung. Ich fühle mich allerdings nach dem Schwimmen und nach dem ganzen Tag jetzt nicht mehr so zu 100% fit, weswegen ich definitiv Respekt vor dem Lauf habe. Aber
ich ziehe jetzt einfach die 10 Minuten durch, bevor ich dann den ganzen Tag nochmal machen muss. Und ja, danach wird gefeiert. In den ersten beiden Runden sieht es gut aus. Dann verzieht sich Antonias Miene langsam und wird immer verkrampfter. Doch es reicht. Mit knapp 20 Sekunden Restzeit auf der Uhr schafft es Antonia ins Ziel und ist überglücklich und vollkommen überwältigt. Ich bin froh, dass es vorbei ist und ich das nicht nochmal machen muss. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich mehr sagen soll. Etwas weniger als die Hälfte der Teilnehmer hat es heute geschafft. Für den Rest gibt es im Sommer wieder die Chance auf einen neuen Eignungstest. Im März beginnt die Anmeldephase. Auch Matthias will dann wieder dabei sein und hat die nächste Chance, sich für die Spoho zu bewerben.